Okay, wunderbar. Nun ist das Ziel, wir haben den Druck weiterhin und beugen abwechselnd nach dem Gewichtswechsel immer den Unterschenkel. Dieses Prinzip hier einige Male einbauen. Und während wir oben sind, haben wir auch den Druck zueinander. Müsste man wahrscheinlich sehen, ne? Wunderbar. Rechts darf einmal oben bleiben, oben bleiben. Ziel ist nun im Endeffekt hier, den Unterschenkel hin und her zu schwingen, obwohl weiterhin Druckkontakt da ist im Knieinnenbereich. Und man darf hier, wie man es vielleicht sieht, guckt mal hier, abdrehen. Jetzt bin ich ja gefühlt hier in dem Bereich connected, weil ich habe dann ja mein Bein hier dran, ne, was wir hatten hier. Und dann drehe ich, dass ich hier bin. Ich bin hier und dann drehe ich, dass ich hier hinten bin. Seht ihr das? Seht ihr das? Hier ist man hier. Okay. Das heißt, ihr habt das Prinzip hier, wupp und drehen. Drehen. Und alles mit Druckkontakt. Da, wo wir Kontakt haben, da haben wir Druck zueinander. Druckkontakt. Voll schön. Und schwingende Beine. Dann haben wir ein Ankommen am Boden und Ankommen. Das ist immer ein Wechsel. Und Ankommen, Ankommen. Kurz bleiben, weil da kommt eine Erklärung. Angekommen. Zielsetzung wird, dass die Ferse hier anstatt außen zum Spiegel nach vorne geht. Dasselbe Ziel, wenn wir wechseln, haben wir hier, anstatt nach außen, wo dann der Kontakt wieder flöten gehen würde. Klar, beim Tanzen kann man es manchmal machen. Sieht auch interessant aus, ne? Ist geil.